Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode von einer Serie, die ihr euch gewünscht habt und die jetzt wieder da ist, und zwar von Old Star Time. Ich habe so oft gehört, Max macht wieder eine Episode, und heute ist es endlich wieder soweit. Wir spielen mit einem der besten Teams, wenn nicht sogar mit dem besten Teams der Welt. Wir haben eine Mannschaft zusammengestellt, die seinesgleichen sucht, beziehungsweise ihrer gleichen sucht. Es gibt kein Team, was ich mir vorstellen könnte, was irgendwie besser ist, und ich werde es euch gleich vorstellen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen rum. Das verdient diese Welt aus an Spielern, die allesamt einen unfassbaren Marktwert haben, ja, die allesamt unglaublich gut sind und die vor allem unfassbar viel Potenzial haben. Keiner von denen ist ein Spieler, bei dem ich sagen würde, der hat den Zenit seiner Karriere erreicht. Ich würde bei jedem Einzelnen sagen, da geht auf jeden Fall noch mindestens 10 Ratings nach oben, da bin ich mir relativ sicher, wie das Team aussieht. Wir sehen es hier schon, es ist ein 4-3-1-2, und ich würde sagen, wir gucken uns einfach an. Wir haben im Tor Vega, 67er Rating, und der Knabe, der ist echt absolut stark, ist Venezuelaner. Dann haben wir Luisao in der Innenverteidigung mit noch einem brasilianischen Kollegen aus der Liga NOS. Rechts haben wir Maicon, ein unfassbar junger und guter Spieler. Auf der linken Seite haben wir Ringstart mit einem 67er Rating. Das ist viel zu schwach für ihn. Das ist nur so, weil er will, dass der öfter gespielt werden kann, beziehungsweise öfter gezogen werden kann, weil er sonst einfach zu gut ist. Im Mittelfeld Arauca mit 77, dann De Rossi, auch ein unglaublich junger Spieler, sehr talentiert, genauso wie Sönderlund auf der linken Seite. Und vorne Zé Roberto, absoluter Jungspund, Francesco Totti, eins der größten Talente Europa, und Frede Jonsen, auch der ein absolut genialer Spieler. Das Team hat einen Altersdurchschnitt von nur 40 Jahren gefühlt. Es sind effektiv 34, überlegbar. 40 wäre schon krass, aber 34, es ist einfach ultimativ jung. Dieses Team hier, absoluter Witz gegen diese Weltauswahl, wird das nicht den Hauch einer Chance haben. Und wir springen gleich mal rein in die erste Szene der Partie. Und natürlich ist die Weltauswahl direkt mal richtig gut drauf. Normalerweise hat man Mitleid, wenn man gegen solche Teams spielt, und haut nicht direkt auf die Kacke. Aber hier ist das vollkommen egal. Samuel auf Zé Roberto und der auf Francesco Totti, der zurück auf Zé Roberto, der ehemalige Münchner und Hamburger, und der macht das 1-0. So schnell kann das nämlich gehen. Das war viel zu einfach. Ihr wisst alle, Zé Roberto hat in der U12 bei Bayern gespielt und in der U16 bei Hamburg. Mittlerweile spielt er bei Palmeiras in Brasilien, einfach weil er sich dachte, er muss seinem Heimatland was zurückgeben. Er muss dieses unglaubliche Talent nochmal in seiner eigenen Heimat zeigen, bevor er zu den großen Topclubs nach Europa geht. Bayern ist ja nix. Der muss, wenn dann, auf jeden Fall zu Hannover 96 oder natürlich beispielsweise zu Wien Wiesbaden. Das sind die Teams, die für ihn gut genug wären. Genauso Francesco Totti, der ist seit seiner Kindheit bei Rom, macht hier fast das 2-0. Unglaublich genialer Spieler. 21 Jahre ist er mittlerweile alt, ungefähr, wenn man in Rom-Jahren rechnet. Und das war ein richtig schöner Versuch. Die anschließende Ecke, und ihr seht schon, der Respekt beim Torwart. Guckt euch das an. Der hat Angst. Der kann gegen diese Weltauswahl nichts machen. Hier der Pfostenschuss. Natürlich nur, ja, um ihn ein bisschen hochzunehmen. Und das seht ihr hier auch. Der ist total verunsichert. Der kommt gar nicht klar. Luisao mit der Flanke, starker linker Fuß, Samuelsen macht seine Spezialität. Luisao, ihr wisst es alle, er ist ein begnadeter Spielmacher, er spielt nur Innenverteidiger, weil er offensiv einfach viel zu gut wäre und kein Gegner mit ihm mithalten könnte. Gareth Bale, wer ist das schon? Den kennt keiner. Luisao und Torschütze Samuelsen von Odds BK, dem Champions League-Sieger 2016, das sind die richtig großen Namen. Andere Seite natürlich, wenn es 2-0 steht, man muss so ein bisschen die zurückkommen lassen, damit sie den Spaß behalten. Hier ist der Anschlusstreffer, aber das ist, denke ich mal, kein Problem. Ist ja klar, dass wir die rankommen lassen wollen, aber natürlich ist das Team auch so gestrickt, dass sie dann gleich wieder zeigen, ja, wir sind auch noch hier und für klare Verhältnisse sorgen. Das ist Maicon, auch ehemals in der Man City-Jugend ausgebildet. Wunderbare Flanke, Jonsen, dann ganz großer Patzer da. Das war wieder die Verunsicherung von Claudio Bravo, kennt auch kein Mensch. Wo spielt der Barcelona? Weiß gar nicht, was er für ein Verein ist. Defensive dann ganz, ganz schwach, und da ist wieder Zé Roberto, und der Youngster macht wieder seine Bude. Das ist eisekalt. Wenn der nochmal irgendwann nach Europa kommt, ich kaufe mir auf jeden Fall ein Trikot von dem, weil der hat so ein Talent, ich bin mir sicher, der wird eines Tages noch Weltfußballer. Es kann ja echt gar nicht anders sein. Maicon, ihr habt es gerade gesehen mit der Flanke, wie gesagt, Man City Jugend, also auch der bereits bei einem, ja, relativ billigen Verein in England mal gespielt und mittlerweile bei AS Rom. Auch das nicht der krasseste Verein, aber bestimmt wird irgendwann so ein Verein wie Bielefeld anfragen, und dann werden die den auch einfach verpflichten, ist, denke ich mal, ganz klar. Dann wieder der Anschlusstreffer, ist ja klar, man lässt den Gegner wieder rankommen, man lässt den Gegner ein bisschen Hoffnung. Allerdings, wir sind uns alle darüber bewusst, dass niemals das was werden kann. Wir springen schon in die zweite Halbzeit, und guck mal, der Ball auf Zé Roberto, und der ist so filigran, dann auf Francesco Totti, und der ist viel zu schnell für die Defensive. Und dann Zé Roberto mit seinen, ich glaube, mittlerweile, wie war halt, 21 oder 22 Jahre, geht da filigran durch und ist einfach zu schnell für die Defensive. Wir wissen alle, mit knapp 40 Jahren ist man im idealen Fußballeralter angekommen, und Samuelsen ist mittlerweile 35, das heißt kurz davor. Klasse hier im 16er mit Blistering Pace, wie er sich da durchsetzt. Der Pass ist dann ganz schwach, aber naja, das macht auch nichts, weil wir machen weiter. Das ist Jonsen, auch ein Weltfußballer. Also, wer den nicht kennt,
Ne? Er war jetzt ja auch dabei bei der Weltfußballerwahl, genauso wie Francesco Totti. Totti saß im Publikum, weil er den anderen eine Chance geben wollte. Hier macht er nochmal das 4-2, stellt nochmal klar, ich bin der heimliche Weltfußballer und nicht irgendein Neymar oder Messi oder Ronaldo, die kein Mensch kennt. Alle im Marktwert von 120 Millionen oder so. Lapidare Preise, Francesco Totti mit 13 Milliarden Marktwert. Das muss erstmal einer nachmachen und er zeigt nochmal mit dieser Offensivaktion hier, wie er einfach die Gegner quasi da weghält von C. Roberto und der Mann mit 14 Milliarden Marktwert. Ja, ist natürlich auch nicht so, auch so gnädig einfach, dass er nochmal ablegt. Hier nochmal der Schussversuch von Totti, aber er weiß, dass es abseits ist. Er weiß es, aber er muss einfach, um die Fans zu unterhalten, den Ball da reinmachen, ist gar keine Frage. Und dann kommt nochmal der Gegner nach vorne, aber dann haben sie einfach auch keinen Bock mehr. Dann wollen sie zeigen, wir sind die Besten und ihr könnt auch einfach nicht machen, was ihr wollt. Frede Jonsen, wie gesagt, auch bei der Weltfußballerwahl dabei gewesen, Platz 4 belegt, macht das eisekalt, ja. Da hat der Keeper auch gar keine Chance mehr. Allein der Respekt bringt ihn dazu, hinzufallen und auf dem Boden zu liegen, wie ein kleines Mädchen, das irgendwie die Teddybär weggenommen wurde. Jonsen, ein relativ junges norwegisches Talent. Ich glaube, der wurde irgendwie von Real Madrid verpflichtet. Ist momentan in der zweiten Mannschaft, aber unter Zidane ist die Chance da, dass der zentral offensive Mittelfeldspieler eigentlich, ja, ich glaube, der heißt auch eigentlich irgendwie mit Vornamen Martin oder so, mit zweiten Namen Öde, ich bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall besteht die Chance, dass der Junge auf jeden Fall nochmal in Zukunft ein bisschen mehr, ja, gefördert wird von Zinedine Zidane bei Real Madrid. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Warum bei so einem kleinen europäischen Club starten? Verstehe ich. Mit dem Talent könnte man locker bei Hansa Rostock spielen. Ist ja aber auch egal. Im Endeffekt natürlich ein klarer Sieg für diese Weltauswahl. Gareth Bale und Co. Keiner weiß, wer sie sind. Und dementsprechend verlieren sie halt einfach auch haushoch gegen dieses Team. Und ich denke mal, es ist ganz klar, dass das hier eine eindeutige Machtdemonstration war. Sir Roberto, wie gesagt, im besten Fußballalter, 40 Jahre alt, über 40 Jahre alt. Das heißt, den Zenit vielleicht schon ideal, ja, erreicht, beziehungsweise gerade in der Phase, wo man jetzt das absolute Megapotenzial ausschöpfen kann. Natürlich 9,7 für Francesco Totti, gar keine Frage. Er ist der Man of the Match und der Man of the Episode. Und Sir Roberto, ja, man muss nichts mehr dazu sagen, es war eine Weltauswahl und das war einfach beeindruckend, die mal spielen zu sehen und das zusammen besser geht's. Echt nicht. So, Freunde, das war's von Oldstar Time. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war natürlich jetzt ein bisschen improvisiert. Ich habe lange das Ganze nicht mehr gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dann mache ich in Zukunft eventuell nochmal eine Episode von dieser Serie. Vielleicht mit einem anderen Team, vielleicht mit dem gleichen Team. Vielleicht mal einfach mal eine Auswahl der schlechtesten Fußballer, die euch so einfallen. Packe die in ein Team und mache das Ganze dann auch wieder so sarkastisch. Vielleicht dann auch live, je nachdem. Schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr nochmal eine Live-Episode mit dem Team sehen? Und wollt ihr zusätzlich noch eine Live-Episode mit den schlechtesten oder irgendwie, ja, ausgelachtesten Fußballer in der Welt sehen. Haut auf jeden Fall in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und denkt daran, ich kaufe mir 100% den Ciro Roberto Trikot, wenn der nochmal nach Europa kommt. Bis dann, haut rein und ciao.